Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 mit meiner vierten Staffel und der jetzt 31. Folge, heute in der Vorproduktion am 26.12.22. Bevor es aber losgeht, wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an den Christopher Stech. Der Christopher hat nämlich am 10.04.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber, du warst Nummer 795. Der Christopher verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns mehr oder weniger auf dem Rückzug, nein, nicht so. Sondern auf dem Rückzug vor den Leuten, mit denen wir gerade einen sehr, sehr teuren Waffenstillstand geschlossen haben. Ist aber auch ganz gut, dass wir uns mal zurückziehen, glaube ich. Weil A, können wir dann nochmal schmieden. Und B, erstmal die Gefangenen verkaufen und wieder ein paar Reiter rekrutieren. Obwohl, warte mal, Reiter könnte ich gleich schon auf dem Rückzug hier rekrutieren. Oder auch nicht. Also ich will richtig Berittene rekrutieren. Sag mal, kann es sein, dass sie jetzt schneller sind als ich und mich noch verfolgen? Die Halunken? Ich glaube. Ja, gut. Verfolgung abgebrochen. Gut. Aber der andere Trupp verfolgt mich jetzt auch noch. Aber umso besser. Dann haben nämlich die hier noch Luft und Raum und Zeit, um die Burg endlich zu belagern. Fertig zu belagern. Wenn die mich jetzt hier nicht verfolgen und da keine Verstärkung ankommt. Quatsch. Wenn die mich verfolgen und nicht die angreifen als Verstärkung. Haben wir wenigstens ein bisschen den Krieg beeinflusst, immerhin. Und halt die zwei Truppen, die wir vernichtet haben, ne? So, da sind wir. Natürlich wieder nur normale Rekruten. Was hast du für eine Mission? Bande braucht Rekruten, nee, danke. Taverne. Ich habe die markiert, die ich behalten möchte, ja. Und Gaunerei auf 56, das geht mittlerweile, okay. Handel. Verkaufen wir erstmal... Den Bums, die behalten wir, weil wir sie einschmelzen wollen. Den Bums verkaufen. Was habt ihr hier? Eins nur. Obwohl, hier sind noch zwei weitere. Die nehme ich dann doch gerne mit. Ja, die sind schon richtige Streitrösser. Deswegen steht ja auch Streitross dran. Das ist schon fast günstig. Die nehmen wir jetzt mal mit. Bekomme ich noch ein bisschen Geld, immerhin. Aber wir brauchen dringend wieder mehr Pferde. Vor allem auch gute Pferde fürs Aufleveln unserer Leute. Und dann würde ich sagen, warten wir erstmal wieder einige Zeit hier. Dann kann ich mich selbst aufheilen und nebenbei noch die Schmiedeausdauer auffüllen. Giefer wurde von... Oh. Die Armee ist vernichtet. Yep. Shit. Na gut. Das lief dezent doof, ne? Und freigelassen, Ein Friedensabkommen? Im Zuge eines Friedensabkommens freigelassen? Entschuldigung, ich habe keine Meldung bekommen, dass wir jetzt Frieden haben. Und dann war es wahrscheinlich wieder bloß so ein interner Frieden. So wie wir den gemacht haben. Einschmelzen. Definitiv ganz viel. So. Ja. 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 Einfach mal alles, warum nicht? Und einiges wieder an neue Waffenteile gelernt. Sehr schön. Wir können ja schon mal gucken, was es jetzt schon gäbe. Oh ja, oh ja. Da ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Aber wieder alles nur Level 1, verdammte Axt. Kostet aber viel Schmiedeeisen hier, ne? Hier wieder Roheisen, Roheisen. Hm. Und Schmiedeeisen. Ich bräuchte mal Eisenerz. Um mir daraus wiederum Roheisen herzustellen. Mhm. Ja, nochmal zwei geschmiedet, immerhin. Wir können mal gucken. Ach, du Heilige. Ist ja noch schlechter, als was ich davor hatte. Okay, dann, wir gehen Eisenerz kaufen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Hier ist Silbererz, wo haben wir Eisen?
Hier ist nochmal Silber, wa? Ja. Eisen, Eisen, Eisen. Wer hat denn Eisen zum Schmeißen? Jetzt mal ohne Witz. Wo gibt's hier Eisen? Hier, wa? Ja. Ja gut, dann machen wir halt eine halbe Weltreise für Eisen. Warum nicht? Aber wir brauchen es halt dringend. Und den Krieg beeinflussen mit unserer kleinen Truppe kannst du vergessen, ne? Ach, guck mal hier! Geh vor! Wurdest du teleportiert oder was? Okay. Ach, der wurde wahrscheinlich freigekauft. Von dem Clan. Ich mach mal aber trotzdem Zwischenstops hier bei den... Ja, okay, das wird sich nicht mehr... Ja, okay. Es wird alles wegrekrutiert von unseren Leuten. Ich versuche halt schon, Britten zu rekrutieren. Also nicht gleich Villa rekruten. Weil dafür brauchen wir auch wieder die Pferde. Sondern bestenfalls welche, die schon beritten sind. Aber da scheint ich irgendwie Pech zu haben hier. Hier wollte ich hin. Das ist ja jetzt wieder doof gelaufen, ey. Waldbanditen, aber komm hier, ein Turnier, warum nicht? Wenigstens noch ein Turnier, gibt ein kleines Zubrot, Ansehen und Einfluss. Und vielleicht auch ein paar teure Pferde. Einer. Beitreten. Nomadenschweifhelm. Okay. Level 4er könnte tatsächlich ein schönes Ding sein. Allerdings mit dem Schweif hinten drauf ist immer dann so blöd, als Bogenschütze zu arbeiten, ne? Ach du heilige Wurfspeere. Moment. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss mir erstmal umgucken. Moment, nochmal nachladen. Gut, weiternehmen ist auch vorbei. Treffer. Ja, ignoriere mich ruhig. Das ist kein Thema. Boah, natürlich. Was? Welchem Team bin ich? Im Grünen. Okay, ich muss aufpassen, wo ich hinwerfe. Ich gehe einfach rein in die Geschichte hier. So. Dann erwische ich hier wenigstens so was. Denkste? Oder auch nicht? Wieso habe ich jetzt da null Schaden verursacht? Ich meine, ich war doch mitten im Schwung. Hm. Hallöchen! Wieso hat er jetzt... Warte mal. Beschleunige meinen ersten Bums noch ein bisschen. Platz da, Mazda! Gut, wir haben beide daneben geschlagen, sind wir uns einig, ja? So. Ach, das war Garn! Sorry, Garn! Hoppla! Scusi. Na, Garn ist sogar weitergekommen in die nächste Runde. Ich sehe schon kommen, das wird wieder wie bei Brunnen der Schmied. Hallöchen! Oh, was? So. So. Na, Frau? War geil, oder? Bock, schwanger zu werden? Entschuldigung. Ich warte eigentlich nur drauf, dass endlich die Meldung kommt, dass sie schwanger ist. Alles klar. Oh. Da piekst der einfach meine Frau, der spinnt wohl. Oh, wieder daneben. Evi, du schaffst das! Ich glaub an dich! Nein! Garn! Das war übertrieben! Oh, warte mal. Stimmt, man kann einen Knaufschlag machen, wenn man kein Schild hat. So, Garn, du kleiner Halunke! Runter von meiner Frau! Kloppig Spinne. Oh, jetzt gibt's Ehestreit. Warum hast du mich nicht beschützt? Ja, ich hab's ja versucht, Schatz. Ich hab ja Speere geworfen. Bitte beruhige dich! Hör auf! Nein! Was sollen die Männer von uns denken? Alles gut, Männer! War bloß ein kleiner Streit! Nur drei Ansehen? Wow! Na gut, was bringt uns das Ding? Oh, ich hab schon 6er. Er auch? Sie auch? Er nicht.
Dann verkaufen wir den Bums noch. Ja, 788, warum nicht? Das nehmen wir doch gerne. Na gut, hier brauche ich gar nicht zu gucken. Ich könnte jetzt allerdings wirklich mal bei den Burgdörfern von den anderen Imperialen nachgucken, ob ich da nicht einfach wirklich ein bisschen was abzwacken kann. Immer nur Wegler-Rekruten. Aber manchmal hat man ja auch Glück, dass die schon eine Weile lang nicht wegrekrutiert wurden und dann sind sie halt aufgelevelt schon. Manchmal. Oh, 22 Plünderer wäre auch was Schönes. Boah, ey. Ja, komm, gehen wir rein da. Schnappen wir uns die. Ich bin sogar schnell genug dafür, weil die haben einen Gefangenen. Wow. Heiratsantrag. Für von Panalia. Da gucken wir erstmal, wer das ist. Panalia. Von Palan. Was? Panalia? Was? Von was? Falentis. Okay. Das sah jetzt creepy aus. Sie ist schon mal imperial. Auch nördliches Imperium. Sehr schön. Der ganze Clan wird geführt von Tasinor. Mit Nestis verwandt. Oder nicht verwandt, sondern sind halt da mit im Clan drin, meine ich. Hat sie selbst Familie? Nein, hat sie nicht. Oh, sogar imperiale Gegner, also von unserem Imperium Gegner dabei. Oha, okay. Aber sie ist wunderbar im Handel, wunderbar im Charisma, reiten kann sie gut, wird unseren Bruder wahrscheinlich freuen. Und ein Vogt ist sie auch sehr talentiert. Großzügig und ehrlich. Aber sagen wir es so, es betrifft ja dann nicht unseren Bruder, ne? Wenn wir mal kurz gucken. Clan de Vulpe. Er ist kühn und abgebrüht. Achso, siehst du, ihr wolltet mal gucken, wie alt die sind. 14 und 7. Ja, okay, sie war älter. Okay, sie war älter. Habe ich mich vergessen nachzuschauen. Ja. Ja, wir nehmen es an. Am vierten Tag im Winter 1086 haben Panalia und Nathanos geheiratet. Süßes Pärchen, oder? Passt doch. Wo stehe ich? Als Trauzeuge? Weil eigentlich sieht man mich immer noch dabei, ne? Ne, warte mal, wir sind gar keine Gäste. Doch, hier, jetzt kommen Gäste. Ha, hier bin ich. Da. Das ist er. Und hier könnte sogar einer von denen Garn sein. Eventuell. Na gut. Wo ist sie jetzt, ist die nächste Frage, ne? Sie ist jetzt in Epinosa. Zieht als neuer Siedlung Burg Epinosa um. Toll Deutsch. Wirklich, toll Deutsch. So, warte mal. Hier wollen welche aufsteigen. Ja. Nein. Denn jetzt fangen wir endlich an, berittene Bogenschützen mit dazu zu holen. Und hier möchte ein imperialer Reiter rekrutiert werden. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Dann hätten wir hier theoretisch noch 5 zum Rekrutieren. Also sind wir dann noch bei 67 und können noch 20 weitere holen. Da müssen wir auch noch 20 weitere holen, definitiv. Ich habe Ausstrahlung geskillt. Interessant. Sogar einen ziemlich großen Sprung durch die Hochzeit, okay. Verhältniszuwachs mit dem anderen Geschlecht gegenüber um 20% oder demselben Geschlecht. Es gibt, möchte ich behaupten, mehr Lords als Ladies. Achso, nee, warte mal, Verhältniszuwachs, das, damit ist auch gemeint bei den Honoratioren, ne? Wenn wir da Quests erledigen und sowas, ne? Ha. Aber auch da, möchte ich behaupten, sind es immer mehr Männer als Frauen. Deswegen sehe ich da den größeren Vorteil für uns.
So, und Epidingster, ja? Epidingster, wo ist ein Epidingster? Burg Epino. Ach du Heilige. Na, gehen wir es mal nach dem Turnier abholen. Gehen wir es nach dem Turnier abholen, ja? Dann haben wir nämlich eine mehr. Und wenn sie mit Nathan noch zusammen unterwegs ist, also mit uns unterwegs ist, dann passt das ja ganz super. Dann wären die vielleicht auch noch schön schwanger. Hier sind wieder nur Rekruten. Handel haben wir gerade nichts, ne? Nee. Arena. Was gibt's? Fall des Ritters ist, glaube ich, auch wieder ein Streitkolben. Jo. Haben wir schon so oft gehabt als Turniersieg. Oder als, ja, Turnierpreis, meine ich. Wir kämpfen alles mit. Nathanos ist der Grüne. So, Bruder. Friede? Nicht? Mann, hast du da ein Geschmeiß obendrauf, Junge. Das würde mich ja total stören, wenn es mir da ständig in der Nase rumkitzelt. Na, wie wir sehen, er braucht definitiv bessere Rüstung. Garn und Efi? Nee, nur Efi ist weitergekommen. Ja, die ganze Familie. Garn hat es wieder nicht geschafft, okay. Oh, Speerwurf. Ich hasse Speerwurf. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich Speerwurf hasse? Hi! Bitte liegen bleiben. Hey! Nicht einfach ausweichen! Gut. Ach, Nathanos ist hier drüben, ne? Ja. Oh, sorry! Sorry, Frau! Das war nicht meine Absicht! Hab dich hingeguckt! Aber ich bin im blauen Team, ja. Fragen, ob wir noch irgendwo ein Pferd haben, aber das einzige generische Pferd habe ich ja selbst versehentlich irgendwie umgehauen und so. Hi! Wenn ich kein Pferd haben darf, darfst du auch keins haben. Komm her hier, du Sack! Guck mal, eigentlich könnte ich mir Speere wieder aufsammeln. Nee. So. So. Oh, hi! Ey! Nicht einfach dazwischen reiten! Hey, warte mal. Haben die zwei Reiter noch? Ach so, nee, hier, er hier. Oh, lol. Ich dachte, das wäre meiner. Was? Boah. Aber okay, wenn er sich da jetzt so festhakt, kann ich ihn rausnehmen aus dem Sattel. Entschuldigung, Pferd. Wieder ein Pferd, was einfach verschwindet, ne? Eigenartig. Und die ganze Familie ist durchgekommen wieder. Nein. So. Nächste. Ach, siehst du, sie mag mich. Deswegen hat sie gerade nicht auf mich geworfen. Wunderbar. Hör auf, Frau! Es ist dein Schwager! Hör auf! Warum habe ich jetzt noch nie. Warum schlägst du meine Frau? Spinnst du? Das war eine Sache zwischen. Okay. So, Bruder, ja? Du schlägst also einfach so meine Frau. Ja? Obwohl ich gerade noch dabei bin, mit ihr ein Streitgespräch zu führen, ja? Findest du dich toll dabei, ja? Nicht? Okay. Müssen wir nochmal üben, Bruder. Das müssen wir nochmal üben. Mein Helm ist jetzt auch schmutzig gemacht. So. Gehen wir wieder. Handel. Ach nee, den könnte ich einschmelzen. Den könnte ich einschmelzen. Hab ich denn noch Ausdauer hier noch zum Einschmelzen? Nö, habe ich nicht. Na gut. Okay, gehen wir wieder. Das ist auch Silber jetzt, wa? Ja. Hier war das Dorf, genau. Dann holen wir da jetzt das Eisenerz, damit ich mir daraus wieder Roheisen machen kann. Und gehen dann zu der Burg hoch und holen unsere Schwägerin ab. Landia und Sturgia haben Krieg miteinander, gut zu wissen. Da möchte wieder etwas rekrutiert werden. Oh ja, sehr gerne. Oh, das geht recht fix jetzt, ne? Hätte ich gedacht, dass es wieder deutlich länger dauert, aber ich glaube, wir hatten da auch schon irgendwas
Es geht gehabt, damit es schneller geht. Steppenbanditen 5 Stück, okay. Etwas kaufen, und zwar Eisenerz. Ist sogar recht günstig. Da könnte man sich sogar überlegen, was zu verkaufen von. Wie sich der Preis einfach nicht ändert. Okay. Rekrutieren wollen wir hier nichts, definitiv nicht, nee. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Und versuchen da noch ein paar Reiter zu rekrutieren. Hallöchen. Wie schnell seid ihr? 4,3, schade. Und eine neue Armee wurde ausgehoben. Okay, wir sind nicht ganz wehrlos. Na gut, die hauen ab. Ja, ja. Lass mal das. Ich habe gerade überlegt, ob ich so versuche, irgendwo eine Enge zu treiben, aber ich kenne mich hier halt nicht aus in der Gegend. Und hier gibt es wieder Leute, die rekrutiert werden wollen. Sehr schön. Und wenn die dann noch irgendwann mal rekrutiert sind, warte mal, ist das nicht auch zu einer Burg gehörig? Ja. Wenn die irgendwann mal alle rekrutiert sind, sind wir auch gleich wieder ein bisschen schneller. Ah, guck mal hier. Zack, zack. Zwei Pferde eingespart. Sehr schön. Okay. 15 Plünderer, meins. Meins, 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 meins. Kommt her. Ihr Halunken. Kommt her hier. Damit unsere Vega-Rekruten auch mal ein bisschen leveln können, ne? Und die Bogenschützen, die wir ja immer noch einheitlich auf Palastwachen und berittene Bogenschützen führen wollen. Quatsch. So. Na, ein bisschen breiter dürft ihr schon. Mach mal so. Nee. Die Anzeige stimmt schon wieder nicht, ne? Diese grünen Fähnchen sind schon wieder anders als das, was dann hinterher rauskommt bei der Geschichte. Nee, sind wieder die falschen. So, das sind wir. Genau. Dann du. Mir nach. Wir gehen ein bisschen stänkern. Ach, jetzt steht Nathan aus wieder. Ach. Er war wieder nicht als Hauptmann zugeordnet. Sieht das richtig? Nice. Sag mal, schießt du auch mit, Kumpel? Mein ja nur. Und Alter, warum bist du denn so lahm? Ja, nicht Nahkampf, du sollst eigentlich schießen, Junge. Geh mal dahin, Junge. Das wird sonst nichts. Achso, und eigentlich wollte ich noch die Infanterie in den Charge schicken. Weil die soll ja skillen. Geh mal da rüber, bevor sie dich einholen. Er hat nur schon wieder seine Waffe gezogen. Der lässt sich noch im Sattel ziehen, der Depp. Sehr schön. Immer läuft das wieder, ne? Wenn ich nicht muss einen Gegner haben zum Draufzielen. Sag mal, ist er jetzt, ich wollte schon sagen, ist er jetzt in Geschwindigkeit der Infanterie am Chargen oder was? Nein, nein. Ja, komm, ich lass euch. Könnt ihr machen, Jungs. Ihr müsst nur erwischen. So ist fein. Können wir nur hoffen, dass das ein paar Villa-Rekruten auch Erfahrung bekommen haben, dass wir mehr Kavallerie bekommen hier. Oh nö, nur zwei Infanteristen. Toll. Naja, besser als nichts. Harte Infanterie zu haben ist auch nicht verkehrt, sagen wir so. Ja gut. Ey, wieder ein bisschen Fleisch. Schön. Und was gelevelt. Und zwar im Bogen. Ja, verständlich. Truppengröße um 5 erhöhen. Und Siedlungen, wenn die Stadt heute wäre, aber nicht sein kann, wäre auch besser. Oh, ich brauche bald ein Level. Präzisionsmale für den Einsatz von Bögen während des Reitens werden um 30% verringert. Obwohl das jetzt schon so gut ist mit dem Bogen, den wir jetzt haben. Und Statthaltergedönse, egal. Ich nehme das einfach, damit ich noch präziser werde. So, mit O. Wieder Dörfer abklappern, die zu einer Burg gehören. G-
Karren ist aufgelevelt. Nice. Das wiederum heißt, ich gebe dir auf jeden Fall einen Spähen, den nächsten. Weil er ist ja unser Späher. Dann kann er hier ein bisschen mehr. Oder schneller. Nicht mehr, sondern schneller. Lernen. So. Mist. Gehörst du noch zu Burg? Nee. Ach, du gehörst zu Burg. Na gut, drei Waldbanditen, da brauchen wir gar nicht zu probieren. Ah, schade. Na gut. Das hier ist aber auch eigentlich imperial, ne? Genau. Dann können wir da auch nochmal gucken gehen. 9 Plünderer, die nächste Armee. Schön. Von Lucan persönlich. Lucan ist ja unser Kaiser. Ich weiß, es sind nur 9, aber... Sie sind leicht gefundenes Fressen für die Infanterie. Genau, ihr geht mal rein. Du folgst mir. Ich reite auch extra ein bisschen langsamer. Ja, komm mit, Junge, komm mit. Oh, er schießt sogar. Sehr schön. Toll, jetzt habe ich eine höhere Präzision und treffe nicht mehr. Okay, doch. Aufgestiegen. Wow, das sah gut aus. Obwohl es nicht mein Treffer war. So, den Rest lassen wir für die Infanterie. Und unseren Bruder. Ach, ich habe wieder vergessen, ihn als Hauptmann zuzuweisen, ne? Na. Ah, Garn hat Athletik geskillt. Sehr schön. Wunderbar. Oh, zwei wollen aufsteigen. Okay. Aber schon wieder keiner von denen hier. Moment. Ich habe kein Pferd im Besitz? Nee. Glaube ich nicht. Scheiße, stimmt. Ich habe nur die Reitpferde und die Streitrösser. Und ein bisschen Adliges. Hoppla! Okay. Na, dann ist das die nächste Aufgabe. Die Pferdpferde. Reittiertyp Pferd. Ah, guck mal hier. Ah, schade. Na gut, dann müsste ich mich jetzt da wiederum einschleimen bei denen. Machen wir jetzt aber nicht. Sie ist doch jetzt immer noch da in... Jetzt ist sie in Saniopa? Boah. Ist ja bloß eine halbe Weltreise wieder. Na? Heieiei. Und da möchte wieder ein Reiter rekrutiert werden. Ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus. 7 Plünderer. Ja. Nee, jetzt holen wir langsam mal echt die Schwägerin ab, ne? Die wird sonst sauer. Kleiner Zwischenstopp. Ah, den Bums hier raus. Und hier von... Nee, nochmal neu. Da habe ich nicht aufgepasst gerade. So, mal 10 Stück verkauft, dann haben wir wieder ein bisschen Handel geskillt. Und Fleisch brauchen wir auch wieder. Und davon nicht wenig. So. Gut. Weiter geht's. Nach Saniopa. Wo im Übrigen auch die Armee gegründet wurde. Verhältnis gesteigert. Schön. Weil ich kurz in der Stadt war. Zufallssteigerung, ne? Hatten wir ja.
Ja, ich weiß nicht, warum sie das so beschrieben haben, dass sowas dann halt Statthalter-Perks wären. Aber gleichzeitig funktioniert es auch, wenn ich nicht Statthalter bin und nur passiv in der Stadt kurz ein bisschen rumlungere. Das verstehe ich halt nicht, warum die das so machen. Oh, ist sogar ein Turnier. Na, wunderbar. Ich müsste schon Top 3 sein mittlerweile, oder? Gleich mal schauen. Wenn wir da irgendwann mal angekommen sind. Na gut, er wird wegrekrutieren. Ja, natürlich. Ich würde mich gerade noch gucken gehen. So. Taverne. Nicht? Oh, wer bist denn du? Ah, Batania. Impulsiv, barmherzig und ehrlich. Tschüssikowski. Wo ist sie denn jetzt? Hier? Hier. Oder? Wie heißt die Tante jetzt? So. Panalia. Germana. Oha. Da ist er. In den Trupp holen. So. Das machen wir jetzt nur zeitweise. Sie im Trupp zu behalten. Einfach nur so lange, bis sie ein, zwei Kinder bekommen haben zusammen, die zwei. Und danach geben wir sie dann, wenn wir dann bis dahin endlich einen Besitz haben sollten, als Statthalterin irgendwo rein. Oder bei ihren Werten könnte man sich tatsächlich auch überlegen, sie als Karawanmeisterin einzustellen. Obwohl ich finde, dass sie da noch ein bisschen mehr in Kampf gehen müsste. Aber gut. So, jetzt muss noch der Reiter hier. Wie sieht's aus mit dem Trupp? War wieder fast 9 Kavallerie. Aber auch zu wenig, ne? Aber der Clanrang ist fast erreicht. Der Clanrang 3. Sehr schön. Aber ihr Lieben, das Turnier und alle weiteren Schritte machen wir nicht mehr heute. Machen wir morgen in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!